Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag. Ja, in diesem Vortrag möchte ich das Backup-System vorstellen, was ich für meine Server einmal verwende, aber auch schon für viele Kunden tatsächlich schon aufgesetzt habe, was sich tatsächlich auch in der Skalierung extrem gut schlägt, immer noch, und sehr wartungsarm ist und trotzdem doch relativ felsenfest und sicher und tatsächlich auch sehr einfach zu bedienen. Also eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe sie durch verschiedene Iterationen entwickelt. Ich habe mal vor, ich glaube, circa fast einem Jahr auf dem YouTube-Kanal Linux Guides ein Vorgängervideo dazu hochgeladen. Seitdem hat sich da doch nochmal einiges verändert in dem Skript und das möchte ich euch einfach mal vorstellen. Ich möchte euch vorstellen, wie das System überhaupt funktioniert. Und zwar geht das erstmal so, dass wir einen Backup-Server haben hier. Und dort werden dann die Backups, ich sag mal, draufgeschickt, beispielsweise jeden Morgen um 4 Uhr oder um 2 Uhr oder wann man das auch immer haben möchte. Und dann hier einen Server hat, der dann halt eben beispielsweise eine Webanwendung hat oder eine Datenbank oder noch verschiedene weitere Sachen wo man einfach die Daten sichern möchte jeden Tag. Ja, das ganze System ist so mittlerweile gebaut, dass es erstens natürlich vollautomatisch läuft, dass man auch als Endanwender, wenn man sich später mal Dateien wiederherstellen muss, nicht auf den Backup-Server zugreifen muss. Man kann das auch über den Server hier direkt machen. Des Weiteren werden die Backups auf dem Server hier inkrementell gespeichert. Das heißt, man kann dann auch zwischen verschiedenen Versionen unterscheiden. Man kann auch tatsächlich sehen, dass diese Backups sehr, sehr platzsparend sind. Das heißt, wenn der Server hier beispielsweise 20 GB verwendet oder 20 GB belegt hat und der Backup-Server hier nur 40 GB groß ist, würde das ja nach dem zweiten Tag schon knapp werden. Nein, der Backup-Server hier speichert erstens nur die Änderungen und auch ganz wichtig, diese auch nochmal alles komprimiert. Das heißt, man hat da eigentlich schon ein sehr, sehr effizientes Speichermanagement direkt inklusive. Auch mit Überlaufschutz, dass der Backup-Server beispielsweise auch nicht volllaufen kann, hatten wir auch natürlich in der Vergangenheit dann in der Praxis, dass man gesehen hat, hey, das Ding ist eigentlich zu klein. Da gab es verschiedene Anpassungen und genau das möchte ich euch alles heute vorstellen, was wir machen werden. Wir haben einmal den Server 1, den wollen wir auf unserem Backup-Server hier sichern und das dann so auch einstellen, wie ich das tatsächlich für einen Kunden machen würde. Und wo ihr dann tatsächlich hoffentlich noch gut was dazulernen könnt. Das Skript dazu findet ihr auch in der Vortragsbeschreibung. Das ist jetzt hier einfach eine GitHub-Datei in einem, ich sag mal, Linux Guides Repository, wo ich verschiedene Anleitungen reinzimmere. Und beispielsweise lässt sich mit diesem Backup auch ein kompletter Server wiederherstellen. Das heißt, man kann einen neuen Server nehmen und dann ohne Probleme auch quasi von dem Backup-Server sich das Backup rausziehen von einem gewissen Stand und den Server dann wieder genauso hinbekommen, wie man ihn mal zuvor gesichert hat. Und das tatsächlich durch relativ wenig Befehle und das tatsächlich auch felsenfest und sicher. Ist schon häufiger erprobt worden. Also von daher die eierlegende Wollmilchsau. Und wenn wir jetzt auch noch einen weiteren Server sichern wollen, ist gar kein Problem. Dann machen wir das einfach mal. Ich nenne den Server 2 und wir können den dann genauso per SSH dann einmal verbinden und dann wird der beispielsweise jeden Tag vielleicht 10 Minuten später dann sein Backup auf diesen Server machen. Also das kann man auch beliebig erweitern. Wichtig ist, dass wir tatsächlich einen Backup-Server haben, der getrennt von den anderen Servern ist. Dann schließt man da nochmal einige, ich sag mal, Fehlerquellen aus und am besten sollte dieser Backup-Server auch ganz woanders stehen, vielleicht in einem anderen Unternehmen gehostet oder in einem anderen Standort. Falls jetzt beispielsweise das eine Server-Rack abbrennt, siehe OVH vor, ich glaube, ein, zwei Jahren,
dann ist das schon gut, wenn der Backup-Server ganz woanders liegt und nicht quasi direkt neben dem Server, sagen wir es mal so. Genau, das Ganze ist explizit für Server gedacht, diese Prozedur. Wir werden uns auch nur im Terminal bewegen. Wenn man da eine Variante als Endnutzer haben möchte, habe ich an den TUX-Tagen 2021, meine ich, auch schon ein Video dazu, einen Vortrag dazu gemacht. Ansonsten gibt es auch ein Video auf dem YouTube-Kanal, meine ich. Das wäre dann Pika-Datensicherung, was ich dafür verwenden würde. Aber ich würde sagen, lasst uns mal mit dem Server durchstarten. Ich habe hier zwei Instanzen schon mal vorbereitet. Das ist hier einmal, müssen wir uns erstmal anmelden per SSH. Einmal ist es hier in meinem Fall jetzt die 59. Ich gebe mal mein Passwort ein und das ist jetzt unser Server, woher wir das Backup quasi haben wollen. Und das hier wird dann der Server sein, in dem wir dann unser Backup speichern wollen. Den habe ich auch schon mal Backup-Server genannt. Das ist jetzt in dem Fall ein ganz normales Debian. Man kann das aber auch ohne Probleme mit Ubuntu machen. Das Einzige, was sich ändert, ist einmal der Befehl, wie man root wird. Bei Ubuntu wäre es sudo-i und bei Debian wäre es einfach su. Leertaste, Bindestrich. Das machen wir mal. Wir müssen auf beiden erstmal zum Root werden. Genau, so minus und dann hier auch nochmal das Passwort. Am Anfang müssen wir im Source-Server, nenne ich ihn jetzt einfach mal, also unser Server 1 in dem Fall, ein SSH-Zertifikat erstellen oder ein SSH-Zertifikat, das wir dann uns später auf dem Backup-Server automatisch anmelden können. Das heißt, ich führe einmal SSH-KeyGen aus. Das mache ich einfach mal. Kann den File hier wählen, bis man sieht die Datei, wo das abgespeichert werden soll. Ich lasse das hier alles mal auch auf dem Standard. Ich vergebe hierfür auch erstmal kein Passwort. Am besten, wenn man schon ein Zertifikat hat, am besten nochmal ein eigenes Zertifikat dafür erstellen, dass man auch wirklich nur ein Zertifikat für diesen Backup-Prozess hat und das dann nicht mit anderen Zertifikaten nochmal irgendwann ins Gehege kommt. Also kann ich nur empfehlen, falls dann da doch nochmal irgendwie was auffliegen sollte. Und dann am Ende ist unser Schlüssel generiert. Wir können uns hier nochmal anzeigen lassen mit cat und dann hier halt eben die Datei, die wir halt eben hier erzeugt haben gerade. Und das ist jetzt in dem Fall dieser Schlüssel hier. Und das müssen wir mal auf dem anderen gleich eintragen. Währenddessen können wir aber auf dem Source-Server erstmal verschiedene, Software installieren. Und in dem Fall installiere ich hier Borg Backup dafür. Das ist eben die Technologie dahinter, hinter dem Backup-System. Das brauchen wir einmal Vim, nehme ich persönlich einfach zum Bearbeiten von Skripts. Und NCDU ist ein ganz tolles Terminal-Programm, womit man den Festplattenspeicherplatz sehr gut analysieren kann und sich auch grafisch gut anzeigen lassen kann im Terminal. Also von daher nehme ich da immer gerne mir diese Programme mit und dann wird das hier mal installiert. Auf dem Backup-Server installieren wir auch erstmal die Programme. Das sind tatsächlich genau die gleichen. Wir brauchen Borg-Backup auf beiden Seiten und Vim sowieso und NCDU kann auch nicht schaden. So, machen wir hier auch mal direkt. Wir brauchen jetzt aber erstmal nochmal diesen SSH-Schlüssel gleich, weil wir müssen jetzt erstmal bei unserem Backup-Server sicherstellen, dass wir uns dort einloggen können als Server 1. Das machen wir, wie gesagt, über dieses SSH-Zertifikat. Das ist jetzt hier der Public Key, also quasi die öffentliche Adresse, wenn man so will, E-Mail-Adresse. Und dann hat er noch einen geheimen Schlüssel, womit er sich dann auch immer verifiziert. Diesen öffentlichen Schlüssel müssen wir jetzt beim Backup-Server hinterlegen. Das machen wir auch direkt mal und das mit dem Befehl. Erstmal, wichtig, wir machen das nicht als Root-Nutzer. Wir erstellen für unseren Backup-Nutzer, für unseren Backup-Server einen eigenen Nutzer, der nur für Backups verantwortlich ist. Weil wenn wir uns hier automatisch ganz normal von dem einen Server auf den anderen per Root, also auf dem Backup-Server dann anmelden,
habe ich da, um echt zu sein, etwas Bauchschmerzen, vor allen Dingen, wenn das jeden Tag funktioniert und wer weiß, was dann da noch so durchgeschleust werden könnte, theoretisch. Von daher wollen wir da einen eigenen Benutzer, der auch keine Root-Nutzer, keine Root-Rechte trägt. Das ist in dem Fall jetzt einmal hier der AdUserBorg und das machen wir einfach mal. Jetzt haben wir einen neuen Benutzer Borg angelegt und wir melden uns direkt. Also jetzt muss ich erstmal ein neues Passwort eingeben. Ich belasse das jetzt hier einfach mal auf dem Standard. Das ist erstmal okay. Okay, wir müssen ein Passwort eingeben. Dann wähle ich jetzt hier einfach mal eines aus. Der vollständige Name, Zimmernummer und so weiter, den Spaß lasse ich alles. Sind die Informationen korrekt? Sage ich auch Enter. Also in dem Fall ist das J ja groß geschrieben. Das heißt, ihr nehmt das als Standardwert. Also ihr könnt da ganz einfach häufig Enter drücken nach dem Passwort. Das ist uns komplett egal, was da drin steht. Dann können wir uns als dieser Benutzer anmelden. Das machen wir mit suborg. Und dann geben wir einmal CD ein, damit wir im persönlichen Ordner dann hier erscheinen. Wenn das soweit geschehen ist, erstellen wir einen neuen Ordner .ssh, weil in diesem .ssh-Ordner wollen wir gleich diesen Schlüssel hier hinterlegen. Das mache ich jetzt in dem Fall mit Vim. Man kann aber auch ganz normal Nano verwenden als Texteditor. Ich bin aber tatsächlich ein Vim-Fan und von daher verwende ich jetzt hier Vim und erstelle die Datei Authorized Keys, also .ssh Authorized Keys. Machen wir mal. Und jetzt packe ich hier erstmal unseren SSH-Schlüssel rein. Also das geht von root at Debian Server minus 1 in meinem Fall bis zu diesem SSH-RSA-Code. Ich wähle einmal Rechtsklick Kopieren aus und wähle hier einmal Steuerung Shift V beispielsweise aus oder Rechtsklick einfügen. Sollte eigentlich alles funktionieren. Machen wir mal. Zack, perfekt, jetzt ist das da drin. Und ich möchte ganz davor nochmal eine gewisse Zeile einfügen, weil bis jetzt, wenn man sich da jetzt anmelden könnte, könnte man theoretisch alles machen. Das möchte ich aber tatsächlich nicht. Ich möchte einmal einen speziellen Kommando oder ein spezielles Kommando nur erlauben. Und das ist dann nämlich das Borg Serve Restrict to Path und so weiter. Das zeige ich euch hier einfach mal gleich. Ich füge das einfach mal ein. Das findet man natürlich auch alles in der Beschreibung. Command gleich Borg Serve Restrict to Path und dann hier einmal unser Backup-Verzeichnis, was wir gleich erstellen werden. Und dann auch nochmal mit minus minus Append Only. Das heißt, über diesen Zugang kann man nur Backups hinzufügen, nicht mal Backups löschen, sondern nur hinzufügen und auch nur unter unserem gewissen Backup-Ordner. Und wir können auch nicht auf die anderen Server-Backups dann zugreifen. Das ist sehr, sehr wichtig. Muss man nicht unbedingt hinzufügen, macht das Ganze aber nochmal etwas sicherer für das Langfristige. Das heißt, auch wenn ein Server umkippt und komplett gekapert wird, kann er allerhöchstens, ja, er kann eigentlich nichts anstellen mit dem Backup-Server. Also er kann sich da dann nicht drauf anmelden und dann irgendeinen anderen Schabernack treiben. Nein, er könnte dann nur weitere Backups hochladen. Und das würde dann sogar auch nach und nach nicht funktionieren, wenn beispielsweise die Festplatte vollläuft oder kurz davor ist vollzulaufen, dann ist da auch ein Mechanismus drin, der das dann weiterhin nicht erlaubt. Also, das sollte jetzt am Ende so aussehen, sieht erstmal nach ganz, ganz viel Code aus, ist aber doch relativ einfach gehalten, wenn man da mal durchgestiegen ist. Vielleicht einfach auch nochmal ganz kurz in sich gehen und vielleicht nochmal schauen, okay gut, was haben wir jetzt da eigentlich gemacht? Ich speichere diese Datei ab und schließe das Ganze wieder und jetzt haben wir hier schon mal unseren Nutzer, unseren SSH-Zugang hier hinzugefügt und als nächstes erstelle ich jetzt einmal eine Backup-Location, wenn man so möchte, einen Backup-Ordner, wo dann die Backups drin abgespeichert werden. Das haben wir ja eben schon gesehen, das war Backups Server 1 in dem Fall, also mkdir-p. Ich wisst ja was, ich mache das vielleicht auch nochmal ein bisschen größer, kann man es vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. mkdir-p backups-server. So, haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir in diesem Ordner ein Backup-Verzeichnis kreieren, erstellen. Das machen wir mit Borg, was wir vorhin durch Borg Backup installiert haben.
Und ich wähle hier in dem Fall Borg Init aus. Das heißt, wir erstellen hiermit ein neues Backup-Verzeichnis. Ich nehme hier keine Verschlüsselung tatsächlich, weil die Verschlüsselung in gewisser Weise ausgehebelt werden würde durch die automatischen Skripts. Von daher habe ich mir die in dem Fall dort gespart. Also das heißt, ja, verschlüsselt sind die Backups nicht, ne? Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und dann hier auch nochmal Backups. Schrägstrich Server 1, also ganz einfach auch wieder unser Backup-Verzeichnis, und ich gebe die Eingabetaste ein. So, und jetzt, damit der Server auch später nicht überläuft, sagen wir einfach dem Kollegen hier, hey, bitte halte immer mindestens 10 GB frei von der Festplatte, wo du das da drauf speicherst, nicht, dass die Backups dann volllaufen. Genau, das machen wir damit. Das heißt, dass der Backup-Server auch immer im Betrieb bleibt und dann auch immer noch erreichbar ist. Mache ich hier in dem Fall auch nochmal. So. Und das wäre es erstmal dazu. Und jetzt haben wir eigentlich von der Backup-Seite so ziemlich alles eingerichtet. Jetzt können wir einmal nochmal auf die Server-Seite gehen, auf die Server-1-Seite in dem Fall. Und jetzt können wir das Backup konfigurieren. Ich empfehle es sehr, sehr stark, auch direkt als Root-Nutzer zu machen, weil dann bleiben erstmal die Rechte von den anderen Nutzern erhalten. Und man kann einfach relativ einfach den kompletten Server sichern. Das ist nicht unbedingt viel Speicherplatz, was da zusätzlich verbraucht wird. Und man hat halt einfach im Nachhinein wirklich die Chance, den ganzen Server von Grund auf nur von diesem Backup zu erstellen. Und das wirklich innerhalb wenigen Minuten. Das habe ich auch schon tatsächlich häufig dann ausprobiert und erarbeitet. Ne? Ging natürlich nicht von Anfang an. So, also, das heißt, ich öffne jetzt, also erstelle hier in meinem Root-Home-Verzeichnis eine backup.sh-Datei. Das ist dann unser Backup-Skript. Das Backup-Skript gibt es auch, wie gesagt, in dem Skript unter GitHub. Und das trage ich jetzt einfach mal ein. Machen wir mal so. Und ich mache mal STRG-SHIFT-V hier rein. Will er gerade nicht. Machen wir nochmal. Jetzt aber. So, was macht das denn? Erstmal, wenn MySQL oder MariaDB und so weiter installiert ist, dann können wir MySQL Dump ausführen. Das macht einen, ich sag mal, Snapshot der aktuellen Datenbank und macht dann das quasi sicher und stellt das auch sicher sozusagen, dass diese Datenbank dann, ich sag mal, konsistent ist. Das können wir dann mit dem Befehl machen, MySQL Dump-U root all databases. Und das soll in die Datei alldatabases.sql gespeichert werden. Und dann habe ich hier auch nochmal direkt die Anleitung mitgeliefert, wie man dann eine einzelne Datenbank dann auch wieder herstellen kann. Ne, da sieht man dann auch nochmal später mehr im Skript, wie man dann beispielsweise auch nochmal alle Datenbanknamen und so weiter dann bekommt. Das ist erstmal wichtig, wenn man halt irgendwelche MySQL-Sachen hat. Ich lasse es in dem Fall jetzt einfach mal drin. Dann auch hier ein relativ... erstmal am Anfang komplizierter Befehl. Ich muss sagen, ich habe den auch nicht persönlich komplett durchstanden. Das ist am Ende auch geklaut von dem Wiki Ubuntu Users für deren Backup-Skript, was sie über rsync gemacht haben. Da haben sie das auch irgendwie, ich sag mal, die Pakete, die momentan auf dem Rechner installiert sind, die haben sie in eine Textdatei geschrieben. Diesen Part habe ich mir hier geklaut und das Ganze ist dann einmal in der installed-packages.txt-Datei zu finden. Und ja, Fehler wollen wir jetzt in dem Fall hier, Fehler kommt tatsächlich anscheinend auch noch in diese Datei hier rein. So, dann ist ja auch nochmal direkt ein Befehl drinnen, wie man hier dieses Ganze dann wieder herstellen würde. Also ich habe da auch immer drauf geachtet im Backup-Skript, dass das schon so seine Richtigkeit hat, dass man das auch schon relativ einfach dann auch so wiederherstellen kann. Und das wäre dann der Befehl hier, sudo xargs apt install und dann hier einmal die gewisse Datei, die wir dann halt da erstellt haben, für später zum Wiederherstellen, wenn man es mal braucht. Ne, das ist ja wirklich am Ende auch nur für den Notfall gedacht, aber ich empfehle es auf jeden Fall einmal durchzuexerzieren. Ich habe jetzt hier gerade zwei virtuelle Maschinen am Laufen, habe da dann auch einen Webserver und so weiter installiert, alles Mögliche und wirklich geschaut, okay, gut, greift denn wirklich mein Backup-Skript hier, weil nichts ist schlimmer, als wenn man ein Backup-System eingerichtet hat und am Ende merkt, hey, es läuft dann doch nicht ganz so gut.
Das Datum wird ja auch immer generiert. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen vom Backup-Skript von Wiki Ubuntu Users geklaut. Ist hier aber jetzt auch nicht doch zu groß. Und dann haben wir jetzt hier einmal das Repository für Borg einfach. Und das ist in dem Fall SSH, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich. Dann der Name des Benutzers von diesem Server ist einmal in dem Fall Borg, wie wir hier sehen. Und dann brauchen wir hier add. Und dann die IP-Adresse, lass mich mal nachschauen, wo die ist. Das ist hier einmal die hier. Die müssen wir hier mal eintragen. 1234 ist ja in dem Fall nicht der richtige, nicht die richtige IP-Adresse. Ich trage hier 192, 168, 178, in meinem Fall Punkt 58 ein. Port 22 ist der Standardport für SSH. Wenn man den geändert hat, sollte man den hier auch einstellen. Und dann haben wir hier auch nochmal das Backup-Verzeichnis, was wir hier links erstellt haben. Also das haben wir dann hier auch direkt eingetragen. So, wenn das hier so einmal eingetragen ist, perfekt, dann müssen wir hier nicht auch nichts weiter anpassen in dem Skript. Man muss wirklich nur die Repository-Zeile eintragen und vielleicht auch das MySQL-Dump dann entfernen, wenn man das möchte. Weil in meinem Fall zum Beispiel gibt es jetzt gar kein MySQL, aber dann gibt es einfach nur eine Fehlermeldung und dann ist es auch okay. Aber kann man machen, wie man will. Und hier wird dann eben in dem Fall auch der Borg-Befehl direkt gegeben. Und zwar einmal Borg create. Wir wollen keine Caches und wir wollen alles auch nur vom gleichen Dateisystem des Servers haben, wo das gerade läuft, also meistens das Root-Dateisystem, wenn man da jetzt einen speziellen Server hat und noch weitere Partitionen eingebunden hat unter einem ganz gewissen Pfad, dann sollte man da dann vielleicht nochmal weitere Ordner hinzufügen. Ansonsten nehme ich hier komplett den Wurzelordner, also alle Dateien und exclude, also schließe verschiedene Ordner aus, die jetzt für ein Backup nicht wichtig sind. Das wäre einmal slash dev für Devices, slash prox braucht man nicht. Ich meine proc in dem Fall und nicht prox. Ja, ich meine proc in dem Fall. Sogar noch ein Fehler entdeckt. Und dann einmal exclude system, exclude temp möchte ich auch nicht drin haben. Exclude run, wenn es das gibt, und exclude slash media. Ich möchte also auch keine eingebundenen Dateien haben oder auch keine eingebundenen Partitionen hier unter Mount. Ne? Ansonsten wird damit var gesichert, etc wird gesichert, opt wird gesichert. Das ganze Home-Verzeichnis natürlich, das Root-Verzeichnis hier, auch das var-Verzeichnis, also auch beispielsweise Webserver-Dateien und je nachdem, was es dann halt sonst noch gibt. Also da wird eigentlich in der Regel wirklich alles gesichert. Kann man hier natürlich auch nochmal anpassen, wenn man da dann weitere Ordner hinzufügen möchte oder so, dann macht das hier in dem Fall. Ja, das wäre es dazu gewesen. Ich speichere mir dieses Skript jetzt ab und damit wäre das Backup-Skript quasi schon fertig. Ich muss jetzt hier einmal noch das Skript ausführbar machen. Das mache ich mit chmod 7.0.0 backup.sh, das heißt, der Owner, Root, darf das ausführen. Alle anderen dürfen es nicht mal sehen. Und das habe ich jetzt in dem Fall gemacht. Und dann müssen wir das jetzt natürlich auch mal austesten, dass das erstmal funktioniert. Am Anfang ist es auch sehr, sehr wichtig, weil am Anfang müssen wir noch manuell eine Frage beantworten. Wir sehen hier gut MySQL, Dump kommen wir noch nicht gefunden. Habe ich ja eben schon einmal hier vorangekündigt. Aber jetzt sehen wir hier, okay, der verbindet sich jetzt das erste Mal auf den Backup-Server hier links. Das heißt, ich sage in dem Fall einmal Yes. Ich möchte mich hier hin verbinden. Und attempt to you are accessing a previously unknown encrypted repository. Möchtest du das wirklich? In dem Fall, für uns ist es okay, weil es ist ja auch komplett neu. Von daher kann ich hier oder sollte ich hier auch Ja eintragen, also Y und die Eingabetaste. Und jetzt kommt erstmal lange Zeit nichts, weil jetzt macht er nämlich gerade schon ein Backup. Man kann das jetzt hier, wenn man möchte, durchlaufen lassen. Ich möchte ihn das dann aber automatisch machen lassen. Von daher sage ich hier mal in Steuerung C und breche das in dem Fall hier ab. Der hat das dann links jetzt auch abgebrochen und er soll das dann später einfach selber automatisch machen. Und jetzt müssen wir ihm das auch noch sagen, dass er das jeden Tag auch automatisch machen muss. Das machen wir mit dem Befehl crontab-e. Damit tun wir dann einmal bearbeiten, was für Aufgaben jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat ausgeführt werden sollen. Ich wähle jetzt in dem Fall einfach mal 2 für mich aus. Ansonsten, ihr wählt vielleicht 1 für euch aus, wenn ihr dann noch neu seid im Terminal. Nano ist da schon etwas einfacher zum Bedienen eines Texteditors.
So, ich möchte jetzt hier einmal einen neuen Eintrag hinzufügen, und zwar, dass wir jeden Tag um zur Minute 0 und zur Stunde 2, das heißt 2 Uhr morgens, an jedem Tag, das heißt drei Sternchen, also der Day of Week ist für uns egal, der Monat ist uns egal und der Day of Month, also der 13. November beispielsweise, in dem Fall wäre es dann 13, wäre uns auch egal. Also von daher, ich sage ja, jeden Tag um 2 Uhr morgens möchte ich ein gewisses Skript ausführen, das ist in dem Fall unter root backup.sh zu finden. Genau, das Skript, was wir eben erstellt haben. Und dann können wir das hier auch schon so eintragen. Ich speichere das Ganze ab und dann macht er das jetzt auch automatisch ab jetzt jeden Morgen. Genau, dann müssen wir auch noch einmal, beziehungsweise was ich jetzt mache, eigentlich sind wir jetzt fertig. Der macht jetzt seine Backups jeden Morgen. Ich möchte jetzt aber hier in dem Fall auch nochmal bestimmte Skripts direkt einführen, womit man relativ einfach auch auf die Backups von dieser Seite aus zugreifen kann, ohne in 30 Wikis nachzulesen. Und erstelle ich dafür erstmal ein neues Skript, einmal Mount Backup. Und in dieses mountbackup.sh füge ich jetzt einmal das hier ein. Da müssen wir nur noch das Repository wieder ändern. Das ist genau das gleiche wie ein Backup-Skript. Das ist in dem Fall die 192, 168, 178 und ich habe die IP-Adresse vergessen. Wenn man die nicht weiß, kann man die nebenbei mit IPA rausfinden hier und das ist in dem Fall die 58. Genau, nein, ich möchte jetzt hier ganz normal weiterarbeiten. Genau, 58. Das haben wir hier. Perfekt. Und das wäre es in dem Fall gewesen. Backup Server 1 ist in dem Fall noch richtig. Wenn ich dann halt meinen Server 2 hinzufüge, müsste ich dann halt das nochmal ändern. Man kann natürlich den auch ganz anderen Namen geben. Mache ich persönlich aber seltener, weil ich dann tausende Sachen oder tausende Locations umbenennen möchte. Das heißt, ich ändere dann einfach nur persönlich wirklich nur die Zahl. Kann man aber natürlich auch so benennen, wie man möchte. Ja. So, dann führe ich hier den Befehl ein, borg mount repository slash mnt. Genau, das heißt, ich kann tatsächlich dann das Repository hier in mein Mount-Verzeichnis hier einfügen über das Netzwerk. Das heißt, ich kann über das Netzwerk wieder, wenn ich jetzt einmal chmod mountbackup.sh eingebe, also chmod 700, also genauso wie das Backup-Skript hier. Das heißt, wir machen es in dem Fall wieder ausführbar. Und wenn ich das jetzt einfach mal eingebe, mountbackup.sh, dann führt er das Ganze soweit aus. Und ich habe hier auch nochmal einen kleinen Text dazu geschrieben, wie man dann am besten beispielsweise Sachen dann, ich sag mal, wieder herstellen kann mit dem Befehl cp-ra. Und please don't forget to unmount oder umount your backups with umountbackup.sh afterwards. Ne? Das Skript erstellen wir gleich. Und jetzt können wir einmal in der Datei oder im Ordner Mount einmal reinschauen. Wenn wir dann da jetzt beispielsweise schon Backups generiert haben, dann würde dann hier tatsächlich auch ein Backup stehen, wo man dann ganz einfach da ganz normal durchsuchen kann. Ne? Gerade ist noch kein Backup gemacht worden, deswegen sehen wir hier noch nichts. Aber wichtig ist das auch einmal auszuführen und wir sehen jetzt auch keine Fehlermeldung. Das heißt, es hat auch soweit alles funktioniert und dann können wir damit auch auf diese Dateien so zugreifen. Jetzt müssen wir noch einmal das Skript umount.backup.sh erstellen. Das mache ich jetzt wieder mit dem Befehl hier. Also wie gesagt, ihr könnt immer Nano verwenden anstatt Vim, das ist komplett egal. Und dort füge ich jetzt einmal diesen Code hier ein. Das ist dann einmal borg umount und dann hier einmal slash mnt. Also eigentlich ein ganz, ganz einfacher Befehl, nichts Großes. Aber dann haben wir das hier auch einfach nochmal als Skript drinnen. Und das tue ich jetzt auch noch einmal ausführbar machen mit dem Befehl 700, also chmod 700 und dann einmal unser umountbackup.sh-Skript hier. Ja, das wäre es soweit dazu. Dann sind wir jetzt auf der Serverseite fertig. Wir erstellen jetzt jeden Tag ein neues Backup und schieben das rüber und unsere umountbackup.sh, bzw.
mountbacker.sh ist auch drin, womit wir dann auch relativ einfach auf die gesicherten Dateien zugreifen können, was wirklich sehr, sehr cool ist. Jetzt möchte ich hier im Backup-Server nochmal eine Sache vornehmen, und zwar würde der jetzt jeden Tag ein neues Backup erstellen. Wir brauchen aber nicht von vor 2 Jahren das Backup von genau diesem Tag in der Regel. Das heißt, wir sollten das so einstellen, dass beispielsweise Backups von den letzten 10 Tagen jeweils täglich drin sind, Backups von den letzten 6 Wochen jeweils wöchentlich und Backups von den letzten 12 Monaten vielleicht pro Monat eins dann noch dann drin. Also das war dann vom, jetzt in dem Fall, beispielsweise vom April diesen Jahres noch genau auch ein Backup nochmal bereit hätten, theoretisch. Oder vom Januar oder vom Dezember letzten Jahres, wenn das halt eben nach und nach durchläuft. Das heißt, der behält dann nur gewisse Backups so in der Hinsicht genau, schmeißt die anderen dann weg, wo wir sehen, okay, gut, beispielsweise, das ist jetzt schon 30 Tage alt, wir haben aber noch eins von vor 31 Tagen, dann brauche ich das eigentlich dann nicht mehr, das von vor 30 Tagen, weil wenn da genau schon was gewesen wäre, wäre mir das sicher schon aufgefallen, beziehungsweise dann macht es in dem Fall jetzt auch keinen großen Unterschied. Ich gebe jetzt hier einmal den Befehl vim-prune-backup.sh ein, den Befehl da oben. Den habe ich nicht ausgeführt. Das war nur in meinem alten Zwischenspeicher noch drin. vim-prune-backup.sa, das öffne ich jetzt einfach hier mal und beziehungsweise erstelle diese Datei. Und das muss man für jedes Repository machen, was man anlegt, für jedes Backup-Repository, für jeden Server. Kann es dann auch so einstellen. Und genau, das habe ich jetzt genauso eingestellt, wie ich das vorhin erzählt habe. Das heißt, bitte lösche dort alle Backups bis auf die Backups von den letzten 10 Tagen, beziehungsweise auch noch Backups von den letzten 6 Wochen, jeweils einmal pro Woche und dann auch nochmal von den letzten 12 Monaten. Genau, so analog eben auch. Genau, wenn wir jetzt hier nochmal ein neues Backup oder also einen weiteren Server hinzufügen würden, würde ich mir diese 4 Zeilen hier kopieren und dann hier direkt unten dann wieder einfügen. Machen wir doch einfach mal 5 Yield, meine ich, und dann kann ich das hier einfügen. Ja, und dann könnte ich das hier auch nochmal für den Server 2 dann beispielsweise später dann hier einrichten und so weiter. Aber in dem Fall, wir haben jetzt nur einen Server 1, von daher lösche ich das Ganze wieder. Das wollte ich ihm noch sagen, das sollte er auch dann jeden Tag tatsächlich dann auch ausführen und sich dann selber bereinigen, sagen wir es mal so, also seine Backups auch aufgeräumt haben. Das machen wir auf der Seite vom Backup-Server selber und das machen wir dann auch zu einer Zeitpunkt, wo keine Backups mehr reinkommen. Ne? Also das Backup hier wird um 2 Uhr Mitternacht schon fast, ich sag mal, hier dann durchgeführt. Dann möchte man nicht genau um 2 Uhr Mitternacht natürlich hier was ausführen, sondern das können wir dann ganz gemütlich über den Tag machen, wenn eben die Server nichts mehr auf den Backup-Server abspeichern. Und das heißt, das müssen wir hier nochmal einstellen einmal, beziehungsweise wir müssen noch einmal, ganz wichtig, das Skript austesten, ist ganz wichtig, mit chmod 700 prune-backup.sh erstmal unser Backup wieder ausführbar machen, unser Skript, und dann können wir das auch einfach mal austesten. Und in dem Fall macht er das ja auch schon so. In dem Fall sagt er hier, failed to create, acquire the log. Warum ist das so? Weil wir nämlich hier rechts vergessen haben, unser U-Mount auszuführen. Ja, hier steht genauso, please don't forget to U-Mount your Backups. Weil solange wir auf das Backup zugreifen, werden andere Zugriffe gesperrt. Also solange auch das Backup bei uns geöffnet ist, hier bei dem rechten Server, kann der auch keine Backups reinmachen. Also der kann nur gerade drauf zugreifen, lesend. Das können wir auch wieder entfernen bzw. wieder auswerfen mit eben umountbackup.sh, haben wir jetzt hier gemacht und jetzt würde das prune-backup.sh hier auch durchlaufen, ohne Fehler und jetzt in dem Fall ist natürlich da gerade nicht so viel los, weil da noch kein Backup drin ist. Wichtig ist aber, es kommt keine Fehlermeldung, das heißt, er hat das Backup-Repository gefunden und hat gesehen, okay gut, ich muss jetzt in dem Fall gerade nichts löschen. Das heißt, ich möchte dieses Skript jetzt auch nochmal automatisch ausführen lassen. Das mache ich mit dem Befehl crontab-e. Und verwende hier trotzdem nochmal mein Vim in dem Fall. Kann auch, wie gesagt, immer Nano verwenden. Und wir machen genau das gleiche fast wie auf der anderen Seite.
Und das heißt, ich möchte es jetzt aber nicht um 2 Uhr morgens ausführen, ich möchte es jetzt um 9 Uhr morgens ausführen. Ganz einfach. Und das mache ich dann hier einmal mit den Sternchen, mit den 3 Sternchen nochmal. Das wollen wir auch in jedem Tag ausführen. Und dann muss ich jetzt hier noch einmal die Location von dem Skript angeben. Das ist in dem Fall slash home slash borg und dann einmal hier unser prune-backup.sh. Genau, dann füge ich das einmal ein und speichere diese Datei ab. Und dann hat er das Ganze sich auch schon abgespeichert. Ja, das wäre es auch schon. So einfach geht das Ganze. Und jetzt wurde das komplette System für die beiden Server hergestellt. Das heißt, das funktioniert jetzt schon alles vollautomatisch. Und wichtig ist vielleicht nochmal in 1, 2 Tagen nochmal drauf zu schauen, okay, werden die Backups wirklich gesichert? Wie sieht das Backup aus? Und wie sieht denn das beispielsweise aus, wenn ich dann wirklich meine Datei wiederherstellen möchte? Bitte, bitte macht das. Ich habe auch sogar in dem Skript hier einmal eine komplette Anleitung stehen, wie man einen kompletten Server restoren würde, beziehungsweise halt wiederherstellen würde. Also da auch gerne inspirieren von lassen. Und ansonsten wäre es das eigentlich auch schon zu diesem Vortrag gewesen. Ich hoffe, ihr konntet einiges dazulernen, habt vielleicht den einen oder anderen neuen Kniff auch gelernt. Und genau so mache ich persönlich Backups für alle meine Server, mache das mittlerweile auch für viele Kunden und die sind dann eigentlich in der Regel immer super zufrieden. Und es ist jetzt auch mittlerweile wirklich einfach, wenn man das jetzt eingerichtet haben. Man muss sich nicht mal drum kümmern. Wenn man dann doch mal was wiederherstellen will, muss man hier einfach nur mountbackup.sh eingeben und dann später wieder umountbackup.sh. Und das war's dann. Eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß weiterhin auf den Talkstagen.